Herzlich willkommen auf Multilaser. Und ich hatte euch ja was gesagt, und zwar als wir die Kioschos angefangen haben, habe ich ja von 4 Kioscho-Modellen gesprochen. Gesehen habt ihr aber nur 3. Ja, ich zeige euch jetzt den 4. Kioscho und ich muss mich hier auch wieder an der Stelle herzlich bedanken. Denn dieser Kioscho, den ich euch jetzt zeige, den darf ich behalten. Darf ich euch den Fox VE zeigen? Ja, durfte ich behalten. Bin ich echt ultra happy. Ist ein gebrauchtes Modell, ist ein Vorführer, aber ist für mich auch absolut in Ordnung. Das ist das Vormodell von den USA 1, die ihr gesehen habt. Und ich bin echt gespannt, wie der sich fährt oder wie der aussieht. Ich habe noch ein paar Ersatzteile dazu bekommen. Und ja, der ein oder andere Abonnent hat schon geschrieben, dass er den Fox auch besitzt. Und deswegen musste ich immer schmunzeln, wenn ich das gelesen habe, weil ich hatte ihn die ganze Zeit schon hier stehen. Und ja, ich habe gewartet, bis sich die richtige Situation ist für das Video. Ja, wie ihr seht, Fox VE. VE heißt Brushless. Jetzt habe ich einmal den Fox als Brushless und den USA 1 auf Nitro und ich bin hin und weg. Damit hätte ich nie gerechnet, habe ich auch nicht gerechnet, muss ich mit ehrlich sagen. Mir hätte es auch gereicht, wenn ich euch die Autos vorstelle und fertig. Also richtig nett von Kioscho, dass sie gesagt haben, hier, du darfst den Fox und den USA 1 behalten und habe mich richtig gefreut. Also hat mich richtig gefreut, besonders weil ich ein Kioscho-Fan bin. Ich finde Kioscho ist einfach super, ist eine tolle Marke, hat mich durch meine Kindheit begleitet. Und ja, ich mag die Marke einfach und die funktioniert, ne? Die funktioniert auch mit ihrem Funken und wie ihr seht, ist hier die Synchro drinne, die KT-231P, das ist wohl die neue Version, hier ist ein Aufkleber drauf, die haben sie wohl neu reingetan hier noch in den Fox. Das Fox-Modell ist ein bisschen älter, gibt es wohl auch nicht mehr in dem Sinne. Wir haben hier noch die Team Orion-Kombo drinne. Und zwar die Vortex R8 Wasserproof ESC und den Neon 8BL Wasserproof Motor. Dann Wasserproof Servo und 2,4 GHz System. Und ja, soviel ich weiß, gibt es den Fox nicht mehr, wird auch nicht mehr hergestellt. Und deswegen freue ich mich, dass ich so eine Rarität in dem Sinne dann auch jetzt behalten darf und euch auch zeigen kann. Ersatzteile gibt es aber weiterhin. Und ja, ich sehe gerade noch auf den Karton, das wollte ich euch noch zeigen, sehe ich Kunststoffdämpfer, aber das ist ja okay, legitim. Und so leichte Veränderungen gegenüber den USA 1. Ich würde sagen, wir holen ihn mal raus und gucken uns den an. Wie gesagt, ist gebraucht, hatte ich aber kein Problem mit. Und da ist das krasse Stück. Ich freue mich nur, dass ich ihn überhaupt haben darf. Und ich muss mal gucken, wie wir den hier rausholen. So mit Sandbuggy-Style. Alter, geil. So richtige Sandpendels. Hammer. Oh, der ist viel flacher. Ich sehe das jetzt schon. Ja, dann haben wir hier noch einmal die Anleitung mit Beinplug und Antenne. Anleitung. Dann noch Garantie. Dann noch die Funke. Und ja. Da ist auch noch was drin. Ich stelle ihn mal ab. Ja, da haben wir ihn. Wow. Er ist viel flacher. Richtig stark. Oh, ah, okay. Federung komplett anders. Ein bisschen flotter ist die Federung hier. Dann hat er diese geilen Sandpanels. Seht ihr das? Die haben sind hier zwar nicht hohl innen drin, aber haben trotzdem, ich kann mir gut vorstellen, dass der richtig starken Antrieb hat im Sand. Richtig geil. Ich glaube, da passt er auch richtig gut hin. Wir sehen, das Chassis kommt gar nicht so weit hoch, raus. Er ist ziemlich flach. Wir sehen, die Arme sind hier breiter. Hier ist die Umlenkung an der Geschichte. Also hier mit auf dem Arm drauf und nicht hier an dem Träger. Hat aber auch hier den Servo-Saver am Start, den wir schon kennen. Auch den Kettenantrieb. Und massive Knochen vorne sowie hinten. Aber keine CVDs. Hier ist noch ein Kabel. Ach, warte mal. Hier ist ein Kabelbinder. Einen Moment. Den müssen wir mal durchknipsen. Nicht, dass der Wagen dann doch noch höher kommt. Ah, ne. Der Kabelbinder war nur da wegen dem Akkufach.
Der Wagen ist tatsächlich so flach. Ah, dann sehen wir hier die Arretierung, das hinten, weil hinten sind die Achsen ja genauso wie vorne lenkbar. Und damit sie fest bleiben, sind hier diese Stifte. Die Lenkung ist komplett anders. Guckt euch das an. Hier mit so einer Umlenkrolle auf die Seite. Okay. Krass. Das sind ja doch deutliche Veränderungen im USA 1. Wahnsinn. Ich hätte mir den mal vorangucken sollen. Ja, was haben wir hier? Wir können den aufklappen und dann ist der hier hinten an der Wheelie Bar der Käfig befestigt. Aha, cool. Ah, okay, hier diese Teile. Da geht die Karo drauf. Hier mit diesen Haltern, die hier sind. Die gehen hier auf die Akkufächer. Und ja, wie gesagt, die Karo ist hier fest hinten dran an der Wheelie Bar. Und dann kann man das so aufklappen. Und dann haben wir hier den so gesehen alten USA 1. Und also was mir auffällt, ist, dass er nicht so hoch ist. Also dass er ziemlich flach ist. Dass hier vorne ein bisschen anders aussieht mit dem Bumper. Die Box und das Servo anders ist, weil ich glaube, dass bei dem neuen war das Servo unter der Box. Okay, hier haben wir auch wieder diese Geschichte, wo eigentlich, glaube ich, ein Bügel rein soll. Wo ich dachte, hier gehört ein Bügel rein. Das hier ist befestigt worden. Hier ist der Regler an der Seite dran. Und hier der An- und Ausstecker da dran. Hier haben wir die KV-Motor, 2100 KV, Wasserproof-Motor, Ritzel. Und hier die Übertragung auf das Zahnritzel. Sieht aus wie eine Slipper. Okay, und hier sind die Akkufächer hin. Die sind, glaube ich, kaputt. Und da habe ich nämlich von Kyosho neue Akkufächer bekommen, weil die sollen kaputt sein. Ich guck mal gerade. Nee, aber die Art, also hier ist noch heil. Das ist aber die gleiche Art wie auch bei dem neuen USA 1 hier mit den Runterklappen. Okay. Wo ist denn das Akkufach kaputt? Auf der anderen Seite. Ich guck mal gerade. So. Ja, hier. Ach, hier ist es kaputt. Okay, alles klar. Hier ist es kaputt, hier ist es gebrochen. Hier, das Akkufach selber ist noch heil, aber hier der Halter ist weg. Der ist hier weggebrochen. Aber wie gesagt, da habe ich neue Akkufächer dazu bekommen. Ja, richtig geil. Also auf den freue ich mich richtig. Oh, am liebsten würde ich den jetzt fahren gehen, ne? Guck mal einmal kurz hier in die Empfängerbox rein. Hier ist wieder der dicke Schaumstoffklotz, der unsere Batteriefach sonst trägt. Und dann haben wir hier unseren Empfänger mit der Antenne. Und es ist der gleiche Synchro-Empfänger, den wir kennen. Ich mache das immer gerne so, dass ich das, den Empfänger noch einmal drehe und ihn so reinpacke. Dann ist er hier geschützt mit diesen, ja, keine Ahnung, was das ist für Material. Und dann ziehe ich die Antenne mir hier vorsichtig hin. Moment. Und zwar unter den Kabeln durch. So. Die Antenne läuft hier, hier, hier. Und dann geht sie hier rum. Die Antenne soll dahin. So. Und dann lassen wir ein bisschen Spiel, dass die Kabel ein bisschen wackeln können. Aber nicht zu viel, dass es hier ins Zahnrad reingeht. So würde ich sagen. Und dann packen wir den Empfänger hier wieder eingeklemmt rein. Und ziehen die Antenne hier hoch, weil die Antenne mir bei den Kyosho-Modellen, jetzt also auch bei dem USA 1 und so, aufgefallen ist, dass die zu weit drinne ist. Ja, sorry für die Unterbrechung. PlayStation 1 kam gerade an. Sehr geil. Wo war ich stehen geblieben? Akkufach reparieren. Achso, mir ist aufgefallen halt eben, dass wir, umso weiter die Antenne von der 2,4 GHz, umso weiter die drinne ist, umso geringer ist die Reichweite, ist mir aufgefallen. Man sagt ja immer, 2,4 GHz arbeitet nicht mit Antenne, aber in dem Fall hier schon. Ne? Das bringt euch deutlich Reichweite, besonders dieses Stück hier ist wichtig bei 2,4 GHz. Deswegen solltet ihr dieses Stück hier, dieses hier, was hier so fein ist, das sollte nie kaputt gehen oder umknicken oder abschneiden oder sonstiges. Weil das hier ist wirklich extrem wichtig. Wenn ihr hier was abschneidet, dann habt ihr null Reichweite. Ne? Ja,
Ja, Regler sieht top aus, alles sieht noch super aus. Hier ist sogar, der Regler kann sogar Sensor, sehe ich gerade. Die Orion-Motoren sind richtig geil. Ich hatte damals auch einen in Zeus und das sind richtig starke Motoren. Ich liebe die. Ja, ich sehe auch hier, die Aufhängung ist noch komplett was anderes hier mit den Dämpfern. Man könnte vorne sogar noch eine Stufe enger machen, weil er knallt hier doch auf beim Reinfedern. Und zwar mit diesen hier von den Karohaltern knallt er hier auf diese Knochen auf. Hört ihr das? Und hinten sind die auf Anschlag. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde ihn wohl ein bisschen straffer vorne machen und hinten, dass er vorne nicht so aufknallt. Und dann werden wir den nochmal fahren gehen. Ob das jetzt noch dieses Jahr passiert, weiß ich nicht. Aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten und wollte euch zeigen, dass ich den Fox auch am Start habe. Ach guck mal, hier ist sogar vorne an der Karo so ein Inlay drin, was hier über die Elektronik geht und damit auch noch ein bisschen die Elektronik geschützt wird. Ach, das ist ja cool. Das heißt, wenn Wasser kommt und so, trifft das da auf dieses Inlay. Mega cool. Ja, ich bin einfach sprachlos. Ich bin echt, ich feiere das tierisch, ey. Richtig stark. Ja, auf den hier freue ich mich natürlich auch, den werden wir auch fahren. Und ganz klar, also ich habe eigentlich jetzt schon Lust, den zu fahren, aber gerade nicht so die Zeit, aber ich wollte ihn euch trotzdem zeigen. Kyosho Fox VE am Start. Geil, ey. Auf den freue ich mich schon tierisch. Seitdem das der eine Zuschauer da geschrieben hat, bin ich hype. So, wir gucken uns noch an, was hier mit bei ist. Hier sind nämlich so ein paar Sachen mit bei. Ach, guck mal. Da haben wir nochmal Werkzeug drin. Und hier nochmal so ein T-Plug für den Akku. Ja, nochmal Werkzeug. Einmal Radschlüssel, einmal ein paar Imbus und hier so ein schönes Kreuz. Das ist nochmal Werkzeug mit dabei. Und dann gucken wir uns einmal noch die Funke an. Und ja, das ist sie. Das sehe ich jetzt schon. Sehr schön, ne? Sehr schön. Ich gucke immer noch, ob Batterien drin sind, nicht, dass die auslaufen. Ja, tolle Funke, funktioniert, hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, was ich auch immer echt stark finde. Und ja, kann man nachher sogar den Bremsweg reduzieren. Ist eine tolle Funke. Ich muss sagen, die funktioniert wirklich gut. Als Einsteigerfunke top. Macht man nichts verkehrt mit, ne? Klasse, das heißt, Funke haben wir auch am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem Auto. Eventuell noch dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr. Danke fürs Einschalten und nochmal hier an dieser Stelle herzliches Dank an Kyosho für diese Spenden des Kanals oder für den Kanal. Es hat super viel Spaß gemacht, die Autos vorzustellen und alles, ohne den Gedanken, da irgendwie was zu bekommen oder so, sondern das kam von Kyosho aus. Und ja, herzlichen Dank. Ne? Ich freue mich tierisch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Videos dann. Euer Laser und bis zum nächsten Video. Tschüss. We'll be right back.